Kreisleiter in Jerusalem, habe ich gehört. Neuerdings dürfen Bettende, wenn sie mal überhaupt rauf dürfen, ihren Kopf nicht zum Himmel erheben, weil das sieht nach einer Gebetspause aus von Christen oder Juden. Das ist streng untersagt. Sie dürfen zwar dort rauf und sich ein bisschen umschauen, aber beten dürfen sie dort oben nicht. Das hat mich sehr erstaunt, weil Jesus hat ja auf dem Tempelberg, wo er seine Endzeitrede gehalten hat, folgenden Satz gesagt. Erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Das steht Lukas 21, im 28. Vers. Und da könnte man fast meinen, wenn einem andere zwingen, den Kopf runterzuhaben, würde die sättige Erlösung von Jesus nicht stattfinden können. Die Erlösung kommt natürlich nicht, weil alle Leute den Kopf aufheben oder wenn sie es dann machen. Weil aus verschiedenen Gründen tragen sowieso einige Leute ihren Kopf wahrscheinlich eine Nummer zu hoch. Und dann hätte die Erlösung schon lange kommen müssen. Aber es ist umgekehrt. Die Erlösung kommt sowieso. Das ist ja das Evangelium. Das Evangelium heisst, es kommt sowieso am Schluss gut. Wenn es das nicht wäre, dann wäre es kein Evangelium. Dann würde es immer noch von den Menschen abhängen, von menschlichen Faktoren, und dann wäre unsere Hoffnung immer wieder im Eimer. Darum müssen wir sagen, machen wir es doch wie die Sonnenblume. Die Sonnenblume kehrt sich ja den ganzen Tag nach der Sonne. Komm, was will, die Erlösung kommt. Schauen wir mal eine Sonnenblume an. Was macht sie jetzt nachts? Sie ist nicht einfach untätig und steht im Feld, sondern sie hat sich schon bereits wieder gekehrt gegen Osten, weil sie wird als erstes die Sonne anblinzeln. Wenn die Sonne aufgeht, wird sie ihren Kopf schon breit haben, wird ihr entgegenstrecken. Und weiss Gott, in der Offenbarung im Buch von der Apokalypse, da geht ja die Sonne manchmal unter, da wird es manchmal Nacht. Denken wir an die vier apokalyptischen Ritter, Katastrophe um Katastrophe. Nachher kommen die sieben Segel, die aufgebrochen werden, Gericht um Gericht. Nachher sind die sieben Posaunen, die erschallen, das geht durch den Markubei. Und am Schluss sind es dann noch die sieben Zornschalen, die ausgegossen werden, sodass sich sogar die Sonne am Tag verfeistert. Aber niemand kann die Sonnenblume daran hindern, sich auf den nächsten Morgen vorzubereiten und den Kopf der Sonne entgegenzustrecken. Am dritten Tag hat Gott die Sonnenblume erschaffen. Ein Sinnbild dafür, dass man eben den Kopf der Sonne entgegenstreckt, dass man sich sogar kehrt, für das zu machen. Am sechsten Tag hat Gott den Menschen erschaffen und hat auch gehofft, dass der ihm den Kopf entgegenstreckt, wenn die Lösung kommt. Jedenfalls haben wir alle die Berufung, das so zu machen. Und der Petrus sagt, bei diesen Leuten ist das sogar schon genetisch verankert, dass sie das machen. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das heisst, Leute, die ihren Erlöser kennen, die sich ausstrecken danach, ihm endgültig können entgegenzutreten. Herr Jesus Christus, deine Erlösung ist mehr als Veränderung. Es ist Leben aus dem Tod. Deine Erlösung ist mehr als Waffenstillstand, sie ist Vernichtung von allen Waffen. Sie ist auch mehr als Zufriedensein, sie ist nämlich ewiger Frieden in Gott, Shalom. Deine Erlösung ist mehr als bessere Gesetze und umfassendere Gebote, es ist Gerechtigkeit, die kommt aus einem erfüllten Herz. Deine Erlösung ist auch mehr als gerechte Steuern für alle. Es sind Menschen, die ihr ganzes Leben geben. Deine Erlösung ist sogar mehr als Glauben und Hoffnung. Es ist die Liebe in den Auferstandenen, die ihr ewig Atem ist, ihr ewig Puls. Deine Erlösung ist mehr als das, was du schaffst. Es bist du selber. Du alleine bist die Lösung aus aller Gottlosigkeit. Amen.